Schuldgefühle können uns ziemlich fertig machen. Und Schuldgefühle sind etwas, das uns wie kaum etwas anderes so weit weg von uns selber bringt und von der Verbundenheit mit dem Höchsten, dass wir oft unter Schuldgefühlen leiden. Vor allem diejenigen unter euch, die sowieso sensibel sind. Diejenigen unter euch, die sowieso sehr empathisch sind, die sowieso ein starkes Gewissen haben. Ja, das heißt, es kann dann sehr, sehr leicht dahin gehen, dass wir in Schuldgefühle verfallen. Und ich möchte jetzt heute mit diesem Video dir etwas anbieten, das dir hilft, mit Schuldgefühlen umzugehen. Ja, vielleicht Schuldgefühle bezüglich einer Situation, in der du dich gerade befindest, oder oft ist es irgendetwas aus der Vergangenheit, oft auch aus der fernsten Vergangenheit, ja, wo wir Jahrzehnte hinterher immer noch Schuldgefühle haben. Ich darf dir da jetzt etwas anbieten, das dir hilft, vielleicht besser damit umzugehen und das dir nochmal eine neue Perspektive auf Schuldgefühle geben kann. Zum einen möchte ich den Aspekt ansprechen, was ich gerade schon gesagt habe, dass Schuld und Schuldgefühl und Scham immer auslöst, dass wir uns so klein fühlen und dass wir uns getrennt fühlen. Das heißt, etwas in uns fühlt sich getrennt, selbst wenn wir sehr spirituell sind, aber wir haben dann das Gefühl, der Allmächtige, das Allmächtige, das Höchste ist so groß und so gut und wir sind hier in unserem Schuldigsein so klein und fühlen uns getrennt davon und fühlen uns unwürdig und fühlen uns mickrig und haben sogar das Gefühl, wir haben es verdient, uns so zu fühlen und wir haben es gar nicht verdient, in diese große bedingungslose Liebe aufgenommen zu werden, aufgrund dessen, warum wir uns schuldig fühlen. Und das ist der erste Punkt, den ich ansprechen will, denn damit arbeiten auch einige Religionen sehr stark, immer wieder diese Schuld hervorzuheben. Ja, diese Schuld, die uns Menschen belastet. Ob sie jetzt eine Schuld ist, die in Dogma verhaftet ist, sowas wie die Erbsünde, ja, mit die Urschuld, mit der wir hier ankommen, wo wir gar nichts dagegen tun können, oder ob es Labels sind, die wir gewissen Verhaltensweisen zuordnen, wo wir dann sagen, das ist sündhaft und da hast du Schuld auf dich geladen. Was ich sagen möchte ist, dass natürlich Dinge, die gegen die Liebe sind, ja, in einer Art und Weise schon Dinge sind, wo wir uns mit Schuld beladen, aber Schuld nicht in dem Sinne, dass wir unwürdiger werden, sondern Schuld in dem Sinne, dass wir ein Ungleichgewicht schaffen. Wenn wir jemandem etwas zufügen, laden wir Schuld auf uns in der Art und Weise, dass wir diese Schuld wieder ausgleichen müssen. Ja, also es ist wie wenn du schuldest jemandem etwas und du musst es zurückgeben. Das heißt, wenn wir etwas Negatives gegeben haben, ja, dann müssen wir auch wieder etwas zurückerhalten, dass wieder eine Balance entsteht. Man nennt es auch Karma. Aber es ist nichts, worüber wir uns ewig lang schlecht fühlen müssen, sondern im Erkennen, und das ist jetzt so ein richtig praktischer Tipp, im Erkennen dessen, ach, das hätte ich besser machen können. Oder ich wünschte, ich hätte diesen verletzenden Satz nicht gesagt. In diesem Erkennen der Schuld, also da habe ich mich schuldig gegenüber demjenigen gemacht, weil es nicht liebevoll war. In dieser Erkenntnis allein liegt der Schatz, liegt die Lektion. Okay, ich spüre in meinem inkarnierten Sein hier, da habe ich gegen mich selbst gehandelt. Gegen mein Liebesein, gegen meine wahre Essenz. Gegen das, wo ich herkomme. Das war nicht im Einklang damit. Und das allein schon, dafür darf ich dann dankbar sein. Wow, dieses Gefühl, das ich da jetzt gerade habe, was sich bei mir wie Schuld anfühlt eben dann, das Gefühl kann ich nutzen als Lehrmeister, als Lektion für, was will ich denn eigentlich leben? Stimmt, eigentlich möchte ich Liebe leben. Verständnis, Mitgefühl, Freundlichkeit und nicht Urteil, Gemeinheit und was auch immer ich vielleicht gerade gelebt habe. Das heißt, anstatt mich aber dann weiter niederzumachen,
Fühle ich das? Also ich fühle dieses, ah, da fühle ich mich jetzt schuldig und oder ich schäme mich dafür. Ich wünschte, ich hätte es anders gemacht. Ich fühle vielleicht den Schmerz, den ich dem anderen zugefügt habe und die Reue. Und dann nehme ich das aber und sage, das bringt mich jetzt aber nicht weiter weg von mir, indem ich mich für immer in diesem Schuldgefühl handle und mich immer wieder neu in Erinnerung daran mir eins über die Mütze gebe. Hättest du besser machen sollen, was bist du nur für ein Mensch und so weiter und so fort, du bist unwürdig. Sondern ich nehme das jetzt, um mich näher zu bringen wieder an die Quelle. Näher zu bringen an meine Essenz, indem ich es einfach sehe als Lektion, als Zeichen, als Situation, die mein Katalysator ist, um mich daran zu erinnern, wer und was ich wirklich bin und was ich wirklich leben will. Und das inspiriert mich dann, nicht mich klein zu fühlen, als ich identifiziere mich mit diesem unwürdigen, schuldigen Selbst, sondern das war die Lektion und die integriere ich jetzt in mein wahres Sein. Durch diese Lektion fühle ich wieder mehr, wer und was ich bin und wer und was ich sein will. Und ich lerne durch diese Lektion, dass es mir wichtig ist, das auch zu leben. Weil wenn ich es nicht lebe, fühle ich mich so, was ich nicht will, was nicht im Einklang ist, weil da bin ich nicht in meiner Power, da bin ich nicht in meinem Strahlen, in meinem Licht. Und dann kannst du das nehmen und dann bekommst du innerlich sofort die Führung. Ist jetzt eine Entschuldigung angebracht, kannst du es andersweitig ausgleichen und damit ist es dann erledigt. Das heißt, wir können alles, selbst unsere Schuldgefühle, nutzen für unsere spirituelle Entwicklung, für unsere Weiterentwicklung. Das heißt, Schuld ist bei den meisten Menschen noch etwas, das sie zurückhält in ihrer Entwicklung. Ich lade dich jetzt dazu ein, jedes Mal, oder wir kommen jetzt wahrscheinlich Dinge in den Sinn, wo du immer noch Schuld mit dir trägst. Ich lade dich dazu ein, dieses jetzt anders zu sehen. Als Botschaft, da war ich nicht im Einklang. Ich sehe das jetzt, sonst hätte ich mich noch so fühlen können. Aber wer und was ich wirklich bin, ist bedingungslose Liebe. Und somit werfe ich mich jetzt in die Arme der bedingungslosen Liebe, in die Arme des Höchsten, in die Arme des Alleinsseins, von dem ich ein Teil bin. Ich bitte die bedingungslose Liebe, mir alles zu verzeihen, was ich nicht mal bitten muss, denn bedingungslose Liebe heißt bedingungslos. Das heißt, mit unserem ganzen Kram und mit unserer ganzen Schuld sind wir unendlich geliebt. Immer. Da können wir gar nichts tun, das uns ungeliebt werden lassen könnte. Und das ist jetzt für viele entgegen ihrer bisherigen Programmierung. Das weiß ich. Für viele kann jetzt aufkommen eine Art von Widerstand. Wenn das so ist, ist es wiederum eine Einladung. Schau hinter diese Glaubenssätze. Schau, was du da für Glaubenssätze hast. Nicht als, da muss ich die irgendwie alle wegnegieren. Nein, einfach anschauen. Hinterfragen vielleicht. Reevaluieren. Und dann nimmst du diese Situation, worüber du dich schuldig gefühlt hast, jetzt zum Anlass, wieder mehr in dein wahres Sein zu kommen. Das heißt, du kannst jetzt üben, dir selbst bedingungslos gegenüber zu werden. Du kannst jetzt durch das, was vielleicht jahrzehntelang am schwersten für dich war, in dir selber auszuhalten, das darf jetzt dein größter Lehrer sein und das, was dich am weitesten nach vorne bringt, weil du das jetzt vergeben darfst. Weil wenn du sagst, ich glaube, dass das Höchste und da, wo wir herkommen, bedingungslose Liebe ist und dass der Weg der Vergebung uns zur Erlösung bringt, dass wenn wir allen alles vergeben und uns selbst auch, dass das der Weg, der Pfad ist zur Erleuchtung, zur Erlösung und zum Lösen des Karmas, dann darfst du das auch mit dir selbst jetzt üben. Das musst du dann sogar. Ja, also keiner muss irgendetwas, aber das ist die natürliche Konsequenz eines Weges in die Erleuchtung, in das erwachte Sein, in das wahre Sein. Du kannst an nichts Altem festhalten, das dich schuldig fühlen lässt und frei deinen zukünftigen Weg bestimmen. Ja, als dein wahres Sein leben, wenn du dich noch an illusorische, so nenne ich es jetzt mal, Schuldsituationen bindest. Sondern du darfst aus dieser Illusion lernen, also aus diesem Spiel, aus dieser Erfahrungssituation heraus lernen,
Zum Beispiel auch für wirklich krasse Sachen, wo du sagst, oh, wenn aber ihr wüsstet, was ich da und da getan habe und ich traue mich das auch niemandem zu sagen. Da darfst du jetzt lernen, selbst diese Dinge zu vergeben. Und dieses sich selbst vergeben ist genauso wichtig wie anderen vergeben. Das löst Karma. Das löst die Bindung. Und somit werden Schuld, also Situationen, in denen wir uns schuldig machen, tatsächlich nur Steine, auf die wir treten können, ja, auf dem Weg nach vorne. Es muss nichts mehr sein, dass wie eine Mauer dasteht und uns getrennt hält von unserem wahren Sein, von unserer Einheit mit allem, von unserer Einheit mit dem Höchsten, von unserer tatsächlichen Würdigkeit, denn wir sind immer würdig. Es gibt nichts, womit du dich würdiger machen könntest. Und es gibt auch nichts, womit du dich unwürdiger machen könntest, der bedingungslosen Liebe gegenüber, denn sie ist bedingungslos und wir kommen aus ihr. Unser wahres Sein ist immer so hell und so rein und so perfekt und so schuldlos. Und damit dürfen wir uns wieder verbinden. Lass mich wissen, ob das hilfreich war für dich, diese andere Perspektive. Ich freue mich, wenn du das in den Kommentaren aufschreibst und auch mit den anderen teilst. Ich segne dich für heute und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.